Wir beginnen gleich, wie von Matthias angetönt. Wir sind jetzt 2 Minuten darüber, aber das werden wir aufholen. Es freut mich jetzt im Anschluss an das Referat von Kai Lumitsch eben gerade wie ein bisschen den roten Faden weiterzuführen und nicht nur über juristisches, formelles bei der Beschaffung zu sprechen an dieser Konferenz, sondern eben auch über technische Aspekte. Technische Aspekte, die wir jetzt von verschiedenen Achsen beleuchten werden. Es werden 3 Referate sein, die ich finde, man eigentlich recht gut mit folgendem Satz zusammenfassen kann, nämlich das Richtige überprüfbar gut tun in ICT-Projekten. Wir werden jetzt 3 Referate hören. Das eine von Philipp Murkowski über Prototyping, um das Requirements Engineering besser in den Griff zu bekommen. Wir werden von Mark Hahn hören, wie man Qualität misst und hält bei komplexen IT-Projekten und vielleicht auch eben verteilten, entkoppelten Projekten. Und Lukas Smith, der jetzt gerade dann loslegen wird, wird uns etwas den Buchstabensalat von Buzzwords wie APIs, Microservices, ich zähle sie gar nicht auf, ich mache das dann selber, versucht er uns ein bisschen zu erklären, wie die IT-Architekturen State of the Art sich entwickeln, wo wir heute stehen und was das eben allenfalls auf komplexe IT-Projekte für einen Einfluss hat. Und ich übergebe direkt das Wort jetzt dann an Lukas. Installier du dich schon mal. Er hat 2 Mikrofone an, weil wir für einen Podcast aufnehmen. Das heißt, ich habe die Referenten auch gebeten, auffällige Fragen dann zu wiederholen, dass sie dann auch auf dem Podcast zu hören sind. Idee ist jetzt, dass jeder der Referenten 20 Minuten hat. Wir werden nach diesen 20 Minuten 10 Minuten Diskussion haben. Wenn die dann nicht ausgeschöpft werden, machen wir trotzdem weiter und können allenfalls ganz zum Schluss eine Schlussdiskussion führen, je nachdem, wie sich das dann ergibt. Wir geben uns da agil. Und ich übergebe das Wort an Lukas. Danke, Gerd. Ja, willkommen. Ja, ich habe mir ja irgendwie eine ziemlich steile Vorlage gegeben oder schwere Vorlage gegeben, ganz viele Buzzwords reingeschrieben, einer Konferenz, wo eigentlich ja sehr viele nicht-technische Leute zugegen sind. Von daher im Sinne vom Expectation Management, Sie werden wahrscheinlich aus diesem Vortrag dann nicht rauskommen als Experten in all diesen verschiedenen Themen. Mein Ziel ist ein bisschen ein Verständnis zu geben für die verschiedenen Begriffe, die es gibt und welche Themenbereiche Sie da abdecken und was die Relevanz ist. Nicht unbedingt, was Sie dann im Detail bedeuten. Ich glaube, das wäre da ein bisschen zu viel verlangt. Genau. Und natürlich, und das ist natürlich das Wichtigste, es geht jetzt nicht nur darum, einfach nur Begriffe zu erklären, sondern natürlich auch, was das für eine Bedeutung hat für Sie, wenn Sie Projekte beschaffen für die öffentliche Hand. Nur kurz, ich arbeite bei der Lieb AG als Entwickler, bin dort auch Partner. Wir haben 5 Standorte in der Schweiz, seit neuestem auch einen deutlich größeren in Bern. Wir machen ja deutlich mehr Projekte für den privaten Sektor, aber auch sehr viele für die öffentliche Hand. Das heißt, wir haben ein bisschen praktische Erfahrung in beidem. Monolithische Projekte. Fast alle Ausschreibungen, in denen ich beteiligt war in den letzten Jahren beim Thema öffentliche Hand, würde ich als monolithisch bezeichnen. Projekte, die über sehr, sehr viele Jahre ausgeschrieben wurden, wo alleine der Aufwand auf unserer Seite an dieser Ausschreibung teilzunehmen enorm sind und die Dicke der Ausschreibung auch Indikator dafür ist, dass es auch ein Riesenaufwand auf Beschafferseite war, das alles zu formulieren und auszuarbeiten. Von daher, ich glaube, der Schmerzen ist auf beiden Seiten gleich groß, für was diese monolithischen Projekte betrifft. Und wahrscheinlich wird deswegen auch so viel freihändisch vergeben, wie heute Morgen ja auch schon angewandt, weil der Aufwand von WTO-Ausschreibung einfach enorm ist. Und das ist jetzt, was ich eigentlich versuche, ein bisschen auch zu zeigen mit diesen verschiedenen Buzzwords, wie man vielleicht diesen Aufwand reduzieren kann und so eigentlich auf beiden Seiten Schmerzen reduzieren kann und dementsprechend auch produktiver, mit niedrigen Kosten, innovativer etc. sein kann. Hype. Ja, das ist so eine Sache, in der Privatwirtschaft rennt man jeder Hype hinterher. Wahrscheinlich ist da auch der Durst nach Innovation viel größer, auch die Risikobereitschaft für Innovation ist viel größer. Von daher macht es vielleicht auch nicht unbedingt Sinn, dass die öffentliche Hand jeden dieser Hypes mitgeht. Einer dieser Hypes, Mobile First, kam so ein bisschen mit dem iPhone, 1-2 Jahren Verzögerung rein. Würde ich sagen, vielleicht eine gute Sache, wenn die öffentliche Hand da nicht mitgerannt wäre, weil das eigentlich viel zu kurz gegriffen wäre.
Ja, es gibt ja eigentlich noch viel mehr Endgeräte. Es gibt auch viel zu viele verschiedene Mobiles, als dass eine Mobile-First-Strategie wirklich aufgehen würde. Alleine schon, wie gesagt, Apple-Geräte, Android-Geräte, Windows-Geräte etc. Mobile-First heißt, hieß dann eigentlich in der Praxis immer, man macht es am ersten fürs iPhone und dann alle anderen schauen in die Röhre. Ein durchaus viel sinnvollerer, und den will ich jetzt auch ein bisschen mehr ausbreiten, Hype, ist API-First. Und das ist auch das, was Kai Lumitsch vorangesagt hat. Das ist ein Riesenpotenzial, was dort freigelegt wird, wenn man anstelle von einer Webseite oder einer Web-Applikation als erstes mit einer Benutzeroberfläche ein Projekt rangeht, sondern als man erstmal die Schnittstellen generiert, mit der dann die Informationen, die Business-Logik etc., die dann eigentlich bereitstellen soll, erstmal in einer Schnittstelle bereitstellt und danach in einzelnen Projekten die entsprechenden Frontends realisiert. Auch ein Beispiel, ein Projekt, was von einem Konkurrenten von uns umgesetzt wurde, in Kooperation von der Swisscom. Da geht es um Abo-Verlängerung, die jetzt sozusagen Partner der Swisscom, die Abos verkaufen, Mobile Zone etc., über diese Schnittstelle das in ihre Webseiten integrieren können und dadurch für die Swisscom sich neue Verkaufspotenziale bieten, sozusagen. Also als Beispiel aus der Privatwirtschaft. Ich würde jetzt auch gerne noch ein Beispiel, ein bisschen subversives Beispiel, aus der, wo sozusagen Daten, die vorhanden waren, die eine Gruppe von Entwicklern aus dem Open Data Community genommen haben, aufbereitet haben, um so eine Schnittstelle bereitzustellen für Transportinformationen. Aktuell ist die SBB dabei, sozusagen das offizielle nicht piraterische Variante des Ganzen aufzubauen, weil der Erfolg von dem Projekt enorm ist. All diese Beispiele hier wurden realisiert mit dieser Open Data API, das heißt nur eine Schnittstelle ohne irgendwelche Benutzeroberfläche. Und da sind auch diverse Bahnen, die mittlerweile diese Schnittstelle benutzen, um Applikationen zu realisieren. Zugriffszahlen sind auch enorm für dieses Projekt. Das heißt, es wurde eine Schnittstelle gebaut, ohne dass eigentlich für Endnutzer dort ein Use Case entstanden ist. Aber das hat quasi die Basis geschaffen für eine Vielzahl von Ideen, von Applikationen, die man so konkret gar nicht im Kopf hatte, als man die API gebaut hatte. Ja, wie würde so eine API normalerweise ausschauen? Wie gesagt, wir haben die API ist dann schon ein bisschen ein Dreh- und Angelpunkt. Die API wird entsprechend auf den Server gestellt, stellt die Daten bereit, auch die Business-Logik in verschiedenen Datenformaten. Aktuell ist JSON eines der populärsten Formate dafür und ich kann danach verschiedenste Anwendungen dran anbieten, also sei es ein Browser, sei es ein Mobiltelefon verschiedenster Art, Fernseher, alles ist dann entsprechend möglich mit einem viel geringeren Aufwand. Am Ende des Tages ist in vielen Projekten dann doch die API doch noch etwas monolithisch. Also das heißt, sie muss dann schon noch recht viel zusammenfügen, verschiedene Datenquellen anbieten, die Business-Logik implementieren etc. Aber, und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, ist, dass die Komplexität doch um einiges reduziert wird. Die Benutzeroberfläche zu realisieren, ist auch ein ganz anderes Anforderungsprofil als eine API zu realisieren. In diesem Sinne ist auch eine API eine Form von sozusagen ermöglicht vom Föderalismus, weil wenn jetzt zum Beispiel auch ein Kanton eine API implementiert und bestimmte Funktionalität bereitstellt, ein anderer Kanton auch eine API realisiert, die vielleicht auch nicht unbedingt gleich aufgebaut ist, lässt sich daraus dann aber auch wieder eine Meta-API bauen, die beide APIs nutzt, die dann vielleicht auf Bundesebene genutzt werden kann. Das heißt, man kann sozusagen in seinem Kanton sein Projekt realisieren und gleichzeitig aber auch gleich auf Bundesebene Dinge ermöglichen, die vorher gar nicht so ohne weiteres machbar waren. Ich hatte das jetzt gerade eben schon erwähnt. Die Herausforderungen in einem API-Projekt sind deutlich anders als in einem GUI, also ein Projekt mit einer Benutzeroberfläche. Das heißt aber auch nicht nur auf der Implementierungsseite, aber auch auf der Beschafferseite. Die Personen, die Stakeholder, die involviert sein müssen, die dann die Benutzeroberfläche mit definieren und die Prozesse, die dort abgebildet werden, sind nicht unbedingt dieselben, die dann da verantwortlich eigentlich dafür sind, dass Zugriff auf die entsprechenden Datenquellen vorhanden sind. Das heißt, wenn ich ein Projekt aussetze, wo ich beides auf einmal machen muss, ist die Komplexität
einfach um einen Faktor X viel größer, weil viel, viel mehr Beteiligte auf Beschafferseite vorhanden sein müssen im Projekt und viel, viel mehr Personen auf der Implementierungsseite. Und damit habe ich dann auch gleich wieder mein monolithisches Projekt geschaffen. Das heißt, mit einer API kann ich sozusagen einmal, wenn nötig, ein monolithisches Projekt aussetzen. Danach kann ich aber mit viel, viel weniger Risiko auch innovativere Projekte auch nochmal aufsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, mein Projekt, ich brauche auf jeden Fall sicher eine Webseite, aber vielleicht auch noch eine Mobile App, dann mache ich das API-Projekt, ich mache vielleicht das Web-Projekt und wenn dann Budget frei bleibt, dann mache ich dann auch das Mobile-Projekt. Ja. Ich muss es nicht schon von vornherein definiert haben, dass das Mobile-Projekt kommt, weil wenn am Ende das Mobile-Projekt die Schwierigkeiten bringt, die innovative Idee nicht zündet, dann habe ich das ganze Projekt riskiert. Was aber, und das ist das, und jetzt komme ich gleich zu dem ganzen Buzzword-Bingo, was ich angekündigt habe in dem Summary für den Talk, ist, die API muss einfach nutzbar sein. Und da kommen jetzt diese ganzen Buzzwords zum Tragen. Und das ist auch eine Sache, die wirklich eminent wichtig ist. Dass alles, was ich jetzt gerade an Vorteilen genannt habe bezüglich einer API, kommt nur dann zum Tragen, wenn die API wirklich für verschiedenste Firmen und Implementoren danach nutzbar ist, aber zum Beispiel auch für den Bund danach einfach nutzbar ist oder für andere Kantone etc. Ja, was braucht es dafür? Zentral ist Dokumentation. Bei fast allen Ausschreibungen, wo ich beteiligt war, hieß es, man muss mit System X integrieren. System X ist aber eine komplette Blackbox und dementsprechend müssen wir dann als Implementatoren oder wenn wir an dieser WTO-Ausschreibung beteiligt sind, eine große Summe X nehmen, die wahrscheinlich mal 10 multiplizieren, um das Risiko abzudecken und damit gehen wir dann mit unserer Offerte rein. Macht natürlich keinen Sinn. Wenn dort stattdessen heißen würde, auf der Webseite X kann man die API ablesen, ja, dann könnten wir viel, viel kompetitiver in diese Offerte reingehen. Und andersrum, die Firmen, die das nicht machen, die quasi dann lieber mit einer niedrigen Offerte reingehen, die stolpern dann eventuell bei der Implementierung, weil es dann Überraschungen gibt und das Projekt kommt deswegen in Schieflage. Das heißt, Dokumentation ist absolut eminent wichtig. Gerade für API-Dokumentation gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe von Standards, die dabei helfen, sehr hochqualitativ Dokumentation zu generieren, die dann auch teilweise sogar schon automatisiert Code generieren können für die Firmen, die dann diese APIs nutzen. Zwei der bekanntesten Standards da sind Swagger und RAML. Swagger wurde mittlerweile auch noch umbenannt. Es gibt dort ein Projekt, das nennt sich jetzt OpenAPI, was versucht, noch ein bisschen sozusagen diese verschiedenen Standards zusammenzuführen. Ein weiterer Weg, wie man solche Dokumentation auch erreichen kann, ist, die beliebtesten Formate für APIs sind XML und JSON und beide verfügen über Standards, mit denen man eigentlich die Struktur von solchen Dokumenten spezifizieren kann. Und das auch ist wieder ein sehr nützliches Werkzeug als Entwickler dann, um produktiv mit solchen APIs umgehen zu können. Protokoll. Das heißt also quasi, wie funktioniert dann am Ende der Datenausschluss? Ich hatte schon XML und JSON erwähnt. In den meisten Fällen nutzt man dort ein Konzept namens REST. REST-Schnittstellen haben mittlerweile SOAP und andere vorgängige Protokolle ziemlich abgelöst, auch jetzt sehr nachhaltig abgelöst, im Sinne von, dass sich das jetzt auch schon über viele Jahre bewährt haben. Es gibt natürlich auch dort schon wieder neue Hypes. Von Netflix gibt es einen Standard namens Falcor, von Facebook gibt es OpenGraph oder GraphQL, aber REST als Standard hat sich sehr etabliert und ist auch eine sinnvolle Basis, darauf aufzubauen. REST wieder selber, da gibt es wieder Unterstandards, die das noch feiner aufziehen, HEL und JSON. Was ich damit sagen will, ist einfach, es ist wichtig, dass man sich für einen dieser Protokolle entscheidet, dass man das auch dann kommuniziert, wenn man dann wiederum die Ausschreibung für das Frontend macht, damit die Entwickler entsprechend wissen, worauf sie sich einlassen können und entsprechend dann auch die Aufwände auf ihrer Seite planen können. Authentifikation ist auch ein wichtiges Thema. Dort gibt es auch immer wieder größere Herausforderungen. Im Webbereich gibt es eigentlich zwei Standards, die aktuell sich durchgesetzt haben. Das eine ist OAuth. Das gibt es in Version 1 und 2.
Dies ermöglicht zum Beispiel auch Benutzern dann Authentifizierung mit verschiedensten anderen sogenannten Social-Media-Anbietern wie Facebook, Twitter etc., die alle OAuth auch implementiert haben. Es ist aber auch nicht notwendig, zwingend dann solche Social-Media-Accounts zu nutzen. Man kann auch sehr einfach seinen eigenen OAuth-Server aufsetzen. So insbesondere ist OAuth dann interessant, wenn man Endnutzern quasi die Authentifizierung auch ermöglichen wollen. JSON Web Token hingegen ist ein Standard, der eher dann eingesetzt wird, wenn der Benutzer sich nicht aktiv authentifizieren muss, sondern eher Server zu Server oder programmatische Clients mit Servern integrieren sollen. Ja, eigentlich die letzte Folie, DevOps, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und das ist auch ein sehr großer Schmerzpunkt, den ich als Entwickler immer wieder habe in Projekten mit größeren Firmen, aber auch insbesondere mit der öffentlichen Hand, ist, dass es eine sehr, sehr klare Trennlinie zwischen der Entwicklung und den Leuten, die dann danach zuständig sind, die Sachen in Produktion laufen zu lassen. Und dort ist extrem viel Potenzial, was schlummert. Zum einen erstmal, wie lange es dauert, überhaupt eine Entwicklung in Produktion zu bringen. Das heißt, da gibt es häufig längere Zeiten dazwischen. Sozusagen, ich weiß, technisch realisierbar, wenn man sich Firmen wie Facebook anschaut, machen die das teilweise im Minuten- oder Sekundentakt, dass die Sachen in Produktion bringen. Ganz so weit muss es nicht gehen, aber es ist absolut realistisch, mehrfach am Tag eigentlich Sachen in Produktion zu bringen. Die Realität, insbesondere bei Projekten mit der öffentlichen Hand, reden wir von Wochen oder Monaten. Und auch von Release-Zyklen, die über Monate hinweg klar definiert sind. Also nicht nach Bedarf, sondern nach Zeitfenstern. Und das entsteht halt gerade daraus, dass die Leute, die verantwortlich sind, um die Sachen in Produktion zu bringen, überhaupt nicht mit den Leuten reden, die eigentlich in der Entwicklung sind. Und die Idee von DevOps ist genau, diese Grenze zu durchbrechen und eigentlich die Systemverantwortlichen mit Teil des Teams zu werden, die für die Entwicklung zuständig sind. Dabei wird dann auch schnell entdeckt, dass bestimmte applikatorische Entscheidungen von den Entwicklern vielleicht für die System-IT nicht sinnvoll sind und dementsprechend frühzeitig verändert werden, bevor das überhaupt erst über zur System-IT kommt. Hier gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Themen auch, die auch noch mit reingreifen. Wenn ich von API-Projekten rede, wenn wir jetzt sagen, wir machen ein API-Projekt, um zuerst und danach machen wir die GUI-Projekte, um die Frontends zu entwickeln, dann wird häufig dann doch noch das eine oder andere fehlen in der API. Und das heißt, es ist dann sehr wichtig für die Anbieter, die dann die GUI-Projekte implementieren, dass sie dann auch recht zeitnah die entsprechenden Anpassungen in der API bekommen können. Und von daher ist es dann notwendig, dass man halt genau diese Prozesse dann auch verkürzt. Das heißt, wenn das API-Projekt sagt, ja, wir können aber frühestens in einem halben Jahr wieder neue Funktionen in Produktion bringen, dann funktioniert dieses ganze System nicht. Wichtig daher ist, wenn man ein API-Projekt so aufsetzt, dass man auf DevOps setzt. DevOps besteht dann halt auch nicht nur daraus, dass man miteinander redet, sondern dass man auch sehr viel automatisiert. Continuous Integration ist da ein Thema. Das heißt, dass sobald ein Entwickler ein Ergebnis hat oder irgendetwas, was testbar ist, dass das dann auch wirklich gleich automatisiert getestet wird mit einer Umgebung, die so nah wie möglich an der Produktion ist, wie möglich. Dass man dann mit Continuous Deployment auch die Möglichkeit hat, sehr schnell die Sachen dann auch automatisiert auf den Server zu bringen. Also statt dass in einem Word-Dokument 50 Schritte aufgezeigt sind, die dann per Cut and Paste von einem Systemadministrator ausgeführt wird, dass das ein Skript ist, was automatisch auch zuverlässig läuft, was auch im schlimmsten Fall zuverlässig wieder den vorhergehenden Zustand herstellen kann. Die sind sehr wichtige Aspekte, wenn man wirklich eine API haben will, die für praktisch ja auch hilft, solche Projekte effizienter zu realisieren. Und am Ende benötigt es natürlich auch Monitoring, damit man auch weiß, dass das, was jetzt gerade in Produktion gegangen ist, auch wirklich so funktioniert, wie man das erwartet hat. Das heißt, man wird automatisch sehen, wenn die Nutzungszahlen rapide sinken in bestimmten Bereichen der Webseite, da ist dann vielleicht irgendwas nicht richtig. Oder wenn die Fehler, die im Log auftauchen, immer mehr werden, dass man dann auch entsprechend reagieren kann.
Es gibt natürlich noch 1000 weitere Wörter im Buzzword-Bingo, die man noch weiter vertiefen kann. Ich habe mich jetzt auf einige konzentriert, die ich denke, die sehr zentral sind, dass die beachtet werden. Und wer da noch mehr wissen will, können wir gerne im Nachhinein noch drüber sprechen. Es gibt auch sehr viele Ressourcen im Internet, die eigentlich zu jedem dieser Begriffe sehr gute Erklärungen liefern. Ja, vielleicht abschließend daher, für mich sind Schnittstellen zentral, wenn ich Föderalismus in der IT fördern will, wenn ich Innovation fördern will, wenn ich meine Risiken minimieren will und dann auch am Ende tiefere Preise haben will. Und das ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Wenn ich statt einem monolithischen Projekt auszuschreiben, viele kleinere Projekte ausschreibe, ist der Aufwand kleiner für die Ausschreibung. Aber ich werde auch mehr Firmen haben, die sich dann an diesen Ausschreiben beteiligen und die weniger Risiken versteckt sehen und dementsprechend auch mit tieferen Preisen entsprechend offerieren können. Und ich habe am Ende dann auch austauschbarere Anbieter und dementsprechend zwangsläufig auch tiefere Preise, aber auch im Win-Win-Konzept. Das heißt, auch ich als Anbieter bin dann auch dafür, diese tiefe Preise zu haben, weil ich auch effizienter arbeiten kann und weniger Risiken habe. Ja, damit will ich dann auch abschließen. Vielen Dank. Besten Dank. Wir haben jetzt Zeit, etwa 10 Minuten ein paar Fragen zu stellen, beantworten zu lassen von Lukas. Ich habe eine Eröffnungsfrage vorbereitet, aber ich habe so viel Schlagseite in deine Richtung, dass es so tendenziös fast. Ich habe mir da noch ein bisschen etwas vielleicht Fieseres vorgestellt, dass ich dich fragen könnte. Ich meine, ich verstehe das alles, ich unterstütze das alles. Was ist denn wirklich die negative Seite davon? Ich meine, es tönt alles wird perfekt, wenn es so wird, wenn ich jetzt hier schwarz und weiß alles glauben würde. Ja, also erstmal, ich meine, das muss halt auch alles dann auch implementiert werden. Das heißt, die ganze IT-Landschaft, die es zurzeit bei einer öffentlichen Hand gibt, muss sich da auch anpassen. Also von daher, erstmal ist es nicht so trivial, dorthin zu kommen, einfach um das auch klarzustellen. Ja, wie gesagt, die Probleme, aus meiner Sicht sind heute, wenn ich eine Ausschreibung mich beteilige, die über 5 Jahre geht, das ist einfach in der IT-Welt einfach, das sind das Jahrhunderte. Und darauf garantieren zu können, dass ich dies oder jenes kann, das schließt einfach schon mal eine ganze Menge Firmen einfach komplett aus. Und und das bedeutet auch, dass der Freiraum für Innovation, wie jetzt heute Morgen auch erwähnt wird, eigentlich gleich null ist. Und ich denke, das ist ein großes Risiko. Besten Dank. Fragen? Kommt dann schnell mit dem Mikro und Lukas, du willst es dann wiederholen, ja, wenn es auf den Podcast kommt. Wer hat eine Frage? Da hinten, so weit wie möglich. Sehr spannend. Mich würde mal interessieren, wenn Sie jetzt bei einem Kunden oder einem Kunden helfen wollen, API einzuführen als das Prinzip. Funktioniert das auf Projektebene oder funktioniert das nur auf Unternehmens- oder Behördenebene? Also hat jetzt ein Projekt in einer öffentlichen Behörde überhaupt eine Chance, in so einen API-Modus reinzukommen oder ist das was sowieso nur läuft, wenn das irgendwo auf Architekturebene von der Behörde als Richtlinie vorgegeben ist? Okay, also ich wiederhole noch kurz die Frage. Also die Frage war, ob man sozusagen API-Projekte nur strategisch machen kann oder ob man die auch auf Projektebene realisieren kann. Also in der Praxis sehe ich beides. Vielleicht ein sehr gutes Beispiel ist, wir haben ein sehr großes Projekt für die Migro gemacht, eine API, und die ist eigentlich aus einem Vorprojekt entstanden, das Migipedia-Projekt, wo wir einfach angefangen haben, APIs zu implementieren, und daraus gab es dann interne Bedürfnisse, das weiterzuentwickeln, und daraus ist es dann entstanden. Das heißt quasi, der Vorläufer war dann doch ein konkretes Projekt, und eigentlich die API, die wir heute haben, war dann noch ein weiteres Projekt, und danach erst wurde das auf diese strategische Ebene gehoben. Das heißt, es ist durchaus möglich, aus dem Projekt raus sowas zu realisieren, und es ist aber schwierig, jetzt gerade in dem Kontext von, was jetzt auch heute Morgen erwähnt wurde, wenn halt schon alles vordiktiert ist, dann ist es sehr schwierig, die Freiheit zu bekommen, überhaupt diese Entscheidung zu treffen, dort eine API-Layer dazwischen zu hängen. Das heißt, das kann dann auch erschwerend sein. Das heißt, wenn da keine Freiheiten da sind, sowas zu machen, dann kann man es nicht auf Projektebene machen.
Ich denke, und das wäre meine Hoffnung, aber auch, dass es viel mehr die strategische Entscheidung gibt, tatsächlich APIs als Basis zu machen und zu nutzen für Applikationen und sozusagen, dass man eher sagt, es muss einen guten Grund geben, warum es keine API geben. Also es gibt durchaus auch verschiedene Projekttypen, wo es nicht sinnvoll ist oder weniger Nutzen hat, eine API zu machen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man jedes Projekt immer mit einer API realisieren muss. Aber ich denke, dass es wäre wichtig, dass das strategisch als eine wichtige Aspekt gesehen wird. Ich will vielleicht gerade hier anknüpfen an diese Frage. Wir haben ja auch heute Morgen gehört, dass ein wichtiger Punkt ist bei IT-Beschaffung, man solle klare Ziele benennen und auch Nutzen vor allen Dingen deutlich machen, wie das Ganze bringt. Und nun komme ich und sage jetzt, ich will in einer Behörde so jetzt ein API-Projekt machen. Was wären da die Stellgrößen? Weil es wurde ja auch angetönt. Gerade der Witz besteht ja darin, dass ich eine offene Landschaft habe und Innovation erzeugen kann. Problem ist, wenn ich nicht weiß, welche Innovation kommen kann, wie kann ich da die Nutzen beziffern? Also sehe ich hier ein großes Problem, das zu verargumentieren. Wie würden Sie dagegen halten? Ja, ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive. Ich muss ja nochmal die Frage. Also, was ist der, nur kurz auch wiederholen, also was ist quasi der Nutzen von API-Projekten oder wie ist der auch messbar, wenn die Innovation, die darauf basieren kommt, noch nicht wirklich absehbar ist? Und ich denke, das ist, ich glaube, das ist auch eine Frage des Selbstverständnisses im Sinne von, wenn Wetterdaten von der öffentlichen Hand erhoben werden, ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, dass sie der Allgemeinheit zugänglich werden. Und das heißt, wenn die öffentliche Hand Funktionalität und Daten hat, ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, dass die zugreifbar sind, zumindest für andere Behörden sozusagen. Und ich glaube, in dem Sinne ist der Nutzen für mich messbar im Sinne von, wie viel wird dadurch ermöglicht. Aber ja, ich verstehe den Kritikpunkt total. Und ich glaube, das kann man vielleicht nur dann entkräften, wenn man halt auch die Beispiele nennt, in der Vergangenheit, die das haben. Und wie gesagt, ich habe deswegen auch diese Open Transport API genannt, sozusagen, das war eigentlich nicht durch die öffentliche Hand gefördert, aber es sind Daten, die verfügbar waren und die dann genutzt wurden, um etwas zu machen. Und die haben eine riesen quasi Innovationsökonomie generiert. Und ich denke, dass solche Beispiele zeigen, dass die Innovation schon kommen wird, wenn man sie ermöglicht. Gut, meine allerletzte Frage vor dem nächsten Punkt. Vielen Dank. Die Frage ist ganz einfach. Wie würden Sie API und den Begriff der Service-Oriented Architecture voneinander stellen? Genau, also die Frage war, wie würde ich API und Service-Oriented Architecture gegeneinander stellen? Eigentlich APIs ermöglichen Service-Oriented Architecture und Service-Oriented Architecture ist ja auch ein Konzept, was nicht neu ist. Das ist ja, es war rund um 2000 war das schon ein Riesenhype, ist da wieder ein bisschen eingeschlafen. Mittlerweile, ja, Service-Oriented Architecture, da kommt dann jetzt eher im Kontext von Microservices, kommt Service-Oriented Architecture wieder auf. Im Sinne von, dass ich, statt dass ich einen großen Server, einen Mainframe aufbaue, der alle Funktionalität vereinbart, also Datenbank etc., dass ich lieber kleine Services habe, die ich separat skalieren kann, separat weiterentwickeln kann, und dass ich die über Web-Schnittstellen zusammenbringe. Und da ist es halt dann wieder REST und APIs spielen eine kritische Rolle. Also von daher, die spielen eng miteinander. APIs ermöglichen Services-Oriented Architecture. Gut, dann vielen Dank und freue mich auf den Afro-Tag. Bestens, vielen Dank, Lukas. Wir kommen jetzt perfekt im Timing zum nächsten Referat. Philipp Bukowski wird uns ein bisschen darüber erklären, wie man eben das Richtige tut, nachdem wir gehört haben, wie man es gut umsetzt. Philipp, du hast die Bühne und ich zeige dir dann, wenn du 5 Minuten vor Schluss bist. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich eben hier sein zu können. Mein Vortrag wird ein bisschen weniger technisch werden als jetzt der erste Vortrag. Und über den dritten werden wir dann sehen. Bei mir geht es um das Thema Requirements. Also wie kommen wir eigentlich zu den Anforderungen, die wir brauchen, wenn wir ein Projekt ausschreiben wollen. Ich möchte starten mit einer Darstellung, die Sie heute Morgen schon einmal gehört haben. Mittlerweile vergeht kaum mehr ein Monat, wo nicht irgendein IT-Projekt des Bundes in der Presse breitgewalzt wird, spätestens seit Insieme und den Millionenverlusten, die man dort hatte, sind die IT-Projekte des Bundes eigentlich sehr stark in den Fokus der öffentlichen Betrachtung gekommen.
Und man muss hier eigentlich fairerweise sagen, dass es in der Privatwirtschaft überhaupt nicht besser läuft. Also es ist eine Illusion zu meinen, dass die Privaten das viel, viel besser hinkriegen würden, als dass es der Bund hinkriegt. Diese Zahlen, die ich hier gefunden habe, sagen, dass 50% der Projekte das Budget überschreiten und 55% der Projekte den Zeitplan. Also wir wissen, dass das auch hier, die Privatwirtschaft hier nicht notwendigerweise einen Vorteil hat. Jetzt immer, wenn dann diese Projekte in der Presse kommen, dann kommen auch die Experten, die werden dann befragt, ja, wie kann es überhaupt so weit kommen, dass da so viele Millionen in den Sand gesetzt werden. Und üblicherweise werden drei Kriterien genannt. Der erste ist schlechtes Projektmanagement. Franz Grütter hat heute Morgen auch schon darüber gesprochen. Der zweite Grund sind unklare und sich verändernde Anforderungen während dem Projekt. Und der dritte Grund sind dann die unvorhergesehenen technischen Schwierigkeiten, die man in der Umsetzungsphase hat. Es wird dann auch regelmäßig dieses Bild in den sozialen Medien wieder gepostet. Das haben Sie sicher alle auch schon einmal gesehen, wo man versucht darzustellen, wie die verschiedenen Sichtweisen sind auf ein bestimmtes Projekt. Und das, genau das ist eigentlich der Kern auch meines Referates hier. Wie können wir dazu kommen, dass wir alle eine einheitliche Sichtweise, ein einheitliches Verständnis bekommen über das, worum es eigentlich hier in diesem Projekt gehen soll? Eine Studie der International Electric Engineers, die kommt eigentlich zum selben Ergebnis. Die sagen, Softwareprojekte scheitern, wenn man schlechte Requirements hat, wenn man schlechte Kommunikation hat oder wenn es zu politischen Brüchen zwischen den verschiedenen Stakeholdern kommt. Und ich möchte jetzt hier in diesem Referat auch aufzeigen, wie man durch Prototyping eben diese verschiedenen Problematiken reduzieren oder sogar komplett verhindern kann. Ich möchte ganz kurz nur zwei Worte sagen zum Thema Anforderungen. Was sind Anforderungen eigentlich genau? Typischerweise haben wir drei Kategorien von Anforderungen. Wir haben funktionale Anforderungen, da geht es darum, was eigentlich gebaut werden soll. Bei den nicht funktionalen Anforderungen geht es darum, wie das gebaut werden soll, also technische Rahmenbedingungen, Performance oder APIs oder Sprachen, die eingesetzt werden sollen, Plattformen. Und dann gibt es eben auch noch die Rahmenbedingungen, wie diese Sachen eigentlich gemacht werden sollen. Womit? Entschuldigung. Typischerweise manifestieren sich Anforderungen dann in Form von Anforderungslisten. Das ist ein Anforderungsdokument aus einer öffentlichen Ausschreibung aus dem Jahre 2014, wo man versucht hat, eine Plattform zu definieren. Es war ein Bundesprojekt. Und dort geht es eigentlich darum, dass man hat dann typischerweise eine lange Liste mit verschiedenen Anforderungen, mit einer Beschreibung dieser Anforderungen und mit einer gewissen Priorisierung. Und das ist dann die Grundlage, die die Anbieter bekommen, um auf dem aufbauend eine Offerte einzureichen. Und wenn ich so ein Dokument bekomme, dann ist immer die Frage, ja, was haben die jetzt damit gemeint? Und für mich ist es sehr oft eben so, dass ich dann schließen muss, dass wir noch kein gemeinsames Verständnis haben, was eigentlich die konkreten Anforderungen in diesen Projekten wirklich sind. Es gibt zwar eine Formulierung, es gibt eine Liste, aber ob wir das so verstanden haben, wie es die Ausschreiber gemeint haben, was sie eigentlich möchten, das ist dann die große Frage. Ein zusätzliches Problem ist darin begründet, wie diese Listen zustande kommen. Diese Listen kommen typischerweise in Workshops zustande, wo verschiedene Stakeholder zusammensitzen und dann eigentlich mal alles reinbringen, was sie denken, was in dieses Projekt reingehört. Und der Wunschtraum in solchen Verfahren ist der, dass alle Stakeholder frühzeitig in den Prozess einbezogen werden und das dann zu Projektbeginn oder eben bei der Ausschreibung all diese Requirements vollständig und eindeutig dokumentiert sind. In der Realität sieht es leider ein bisschen anders aus. Die Realität ist die, dass Stakeholder nicht allwissend sind. Stakeholder sind Vertreter eines bestimmten Bereiches und die vertreten eine bestimmte Sicht, nämlich ihre, und sie kennen ihren Teil des Ganzen. Aber sie kennen nur den Teil.
Das führt automatisch dazu, dass die Requirements immer unvollständig sind. Sie sind nicht durchdacht, wie sie miteinander zusammenhängen, und sie sind sehr häufig dann eben auch interpretationsbedürftig. Ich treffe auch sehr oft sehr generische, allgemein formulierte Requirements an, unter denen man dies, das oder jenes verstehen kann, einfach weil es sehr schwer ist, in diesem Stadium des Projekts überhaupt festzulegen, was ganz konkret dann damit gemeint oder umgesetzt werden soll. Was sind die Konsequenzen? Die Konsequenzen sind die, dass wir uns drei Dinge bewusst sein müssen. Das Erste, was wir uns bewusst sein müssen, ist, Requirements Engineering ist nicht ein Prozess, den Sie am Anfang machen, geradlinig durchgehen können und der dann irgendwie einfach mal fertig und in Stein gemeißelt ist, sondern das ist eine Entdeckungsreise. Also wenn Sie da links beim Kickoff starten und rechts dann beim Ziel eintreffen wollen, dann ist das keine Reise, die von A nach B direkt geht, sondern das ist eine Reise, die über verschiedene Umwege, über verschiedene Inseln, an verschiedenen Untiefen vorbei führt, bevor sie dort angekommen sind. Und diese Reise, die müsste eigentlich, und auch das begegne ich sehr oft, dass das nicht, noch nicht so richtig passiert, die müsste bei den Personen anfangen, die das Produkt am Ende wirklich nutzen sollen. Das sind sehr oft nicht diejenigen, die in diesen Stakeholder-Gremien drin waren. Also was ich sehr gerne mache, ist, ich gehe wirklich zu den Leuten, die ein Produkt nutzen, einen Prozess durchführen, die wirklich mit den Dingen arbeiten und schaue denen beim Arbeiten zu. Und dann sehe ich sehr viele Dinge. Ich sehe, wie die arbeiten, wie sie sich selber organisiert haben, wie die ganzen Prozesse in der Firma ablaufen, wo es Kommunikation braucht, wo diese Kommunikation manchmal nicht stattfindet. Und ich sehe vor allem auch das, was mir die Leute nicht sagen, weil es für sie so selbstverständlich ist, dass sie gar nicht darauf kommen, dass man das mitteilen müsste. Also ich gehe hin und frage sehr oft, ja, warum machst du das? Und nicht nur, was machst du und vielleicht noch wie, sondern warum? Die zweite Konsequenz ist die, dass die Anforderungen, die wir aufnehmen, das sind nicht einfach in Stein gemeißelte Dinge, sondern das sind Annahmen. Wir nehmen an, dass wir das und das brauchen oder dass man dieses und jenes so und so lösen sollte. Aber wir gehen eigentlich selten zurück und fragen uns, ja, stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Ginge es auch einfacher oder anders? Oder könnte man das auch anders priorisieren? Das ist eine kleine Tasse, die ich mal gesehen habe im Web. Your opinion, although interesting, is irrelevant. Es geht nicht um Ihre Meinung, es geht nicht um Ihre Ansicht, sondern wir müssen überprüfen, ob diese Annahmen tatsächlich zutreffen oder ob wir uns damit auf dem Holzweg befinden. Was wir auch sehr gerne machen, sind sogenannte Collaborative Design Sessions, wo wir wirklich mit dem Kunden dann zusammensitzen, mit Vertretern aus dem Produktmanagement, aus der IT, aus dem Management als solches, und wo man wirklich zusammensitzt und miteinander Kernprobleme gemeinsam skizziert, wo man versucht, direkt Screens zu zeichnen, zu visualisieren, wie Kernstücke des Prozesses sich tatsächlich verhalten sollen. Und es ist immer sehr interessant zu sehen, wie viel Konsolidierung auf Kundenseite es braucht und wie viel Uneinigkeit auf Kundenseite vorhanden ist. Und diese Methode hilft sehr gut, um ein gemeinsames Verständnis herzustellen, auch auf Kundenseite und nicht nur auf Anbieterseite. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Ein gemeinsames Verständnis ist das, was wir brauchen, wenn wir wollen, dass das Projekt erfolgreich sein wird. Und gemeinsames Verständnis können wir am einfachsten herstellen, indem wir die zentralen Aspekte dieser Applikation, die wir bauen sollen, visualisieren. Das fängt mit einfachen Skizzen an, geht dann weiter über sogenannte Mockups, wo wir einfach die Screens etwas detaillierter noch zeichnen, und geht dann unter Umständen sogar weiter, dass wir zum Teil funktionsfähige Prototypen, GUI-Prototypen herstellen von zentralen Aspekten der Software. Das Ganze dient mal primär darum, eben ein gemeinsames Verständnis herzustellen, dass wir alle uns einig sind, was diese Applikation am Ende wirklich machen soll und wie das abgebildet werden soll. Und es ist erstaunlich, wie viel Uneinigkeit da jeweils herrscht
und wie viele Iterationen das es braucht, bis sich eigentlich alle Vertreter einig sind, dass das jetzt dasjenige ist, was man wirklich haben will. In der Branche gibt es eine epische Debatte darüber, wie ausgefeilt diese Prototypen sein sollen. Die einen sagen, Low-Fi-Prototypen sind alles, was man braucht, ein paar Bleistiftskizzen, das dann zusammenhängen und dann gehen wir damit direkt in die Entwicklung. Alles andere ist einfach reine Geldverschwendung, wenn man da Wegwerfprototypen anlegt. Die andere Fraktion sagt, ja, wir brauchen aber für bestimmte Aspekte sehr ausgefeilte, sehr detaillierte Prototypen. Gerade Fragen der Benutzbarkeit oder der Akzeptanz können wir nur dann prüfen, wenn wir auch wirklich das Detaildesign dort abgebildet haben. Und im Prinzip geht es hier um beide Aspekte. Also wenn man ein bisschen aufzeigt, den Nutzen von Prototypen, Sie können Prototypen versuchen, benutzen, um fachlich, inhaltlich zu überprüfen, ob diese Anforderungen wirklich stimmen. Also Sie können dann direkt zu den Vertreterinnen und Vertretern des Fachs gehen und sagen, ist das das, was du brauchst? Sie können Projektmarketing machen, Sie können kommunizieren. Das eignet sich dann vor allem, wenn man noch eine Stufe weiter oben seine Ergebnisse vorstellen will. Sie können Usability-Tests machen, wo Sie wirklich prüfen, ob die Benutzer diese Applikation anwenden können oder ob sie Fehler machen, ob sie Probleme haben. Oder Sie können dann so weit gehen, dass Sie gewisse technische Aspekte tatsächlich in sogenannten Proof of Concepts überprüfen, ob die auf technischer Ebene funktionieren oder nicht. Und wenn man jetzt diese Auflistung ansieht, dann kann man dort auch sagen, je weiter oben, also Punkt 1, 2, können Sie mit sehr einfachen Skizzen eigentlich relativ gut schon überprüfen. Und je weiter Sie dann in Richtung ganz konkrete Sachen gehen, konkrete Anwendungen oder Proof of Concepts, desto mehr müssen diese Prototypen dann auch ausgefeilt sein. Wenn Sie das noch in den Entwicklungsprozess reinbringen, kann man sagen, man geht oben links aus von den Anforderungen, die man schon hat. Man macht ein Konzept, übersetzt das dann einen Prototyp und den kann man evaluieren und dann je nachdem müssen Sie noch einmal eine bis zwei Runden drehen, bis Sie sich sicher sind, dass das jetzt dem entspricht, was Sie haben wollen und dann können Sie in die Implementation gehen. Das wäre jetzt strikt nach Wasserfall, wo man quasi zuerst das Konzept macht und dann, wenn man sicher ist, dass es funktioniert, geht man in die Implementierung. Im Prinzip können Sie genau den gleichen Prozess auch innerhalb von agilen Entwicklungsverfahren anwenden, wo eigentlich so eine Iteration dann wie einem Sprint entsprechen würde. Es gibt auch ein Verfahren, eine Methode, die im letzten Jahr relativ stark gepusht und gehypt wurde, sogenannte Design Sprints. Ist ein Verfahren von Google Ventures, also der Risikokapital-Unit von Google. Und die machen, wenn dort jemand kommt mit einem Antrag, dass er da Unterstützung haben möchte von Ihnen, machen Sie einen sogenannten Design Sprint, wo Sie in einer Woche einen Prototyp der Idee produzieren und dann mit Usern testen, ob das akzeptiert wird, ob das funktioniert oder nicht. Visualisierung, Prototyping hilft eben hier wirklich zu verhindern, dass man die falschen Anforderungen oder ungenaue Anforderungen hat, weil man muss sie konkretisieren, bevor man sie visualisieren kann. Es ist ein sehr gutes Kommunikationstool. Alle sehen das Gleiche, sprechen über das Gleiche. Sie können das den Sachbearbeitern zeigen, Sie können das dem Management zeigen. Alle verstehen mehr oder weniger das Gleiche darunter, aber auf jeden Fall haben Sie ein viel größeres gemeinsames Verständnis als bei einer Anforderungsliste. Und Sie können auch diese Prototypen zusammen mit verschiedenen Stakeholdern erarbeiten. Und so kann man die politischen Aspekte, wer hat mehr Gewicht, welche Sachen sind wichtiger als andere, kann man auch dort bereits relativ gut abfedern, weil es viel konkreter und anschaulicher ist. Zusammengefasst, wenn Sie Prototyping machen, wenn Sie visualisieren, verbessern Sie die Kommunikation, Sie reduzieren Missverständnisse. Das führt dazu, dass Sie automatisch weniger Change Requests haben werden. Und wenn Sie weniger Change Requests haben, haben Sie auch eine kürzere Entwicklungszeit. Vielen Dank und ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank, Philipp.
gerade meine erste, die Anschlussfrage. Siehst du terminliche Limiten, weil etwas ketzerisch gesagt könnte man sagen, ich kann locker 5 Jahre lang prototypen, ohne irgendetwas Funktionales ausliefern zu müssen. Das wäre ja rein theoretisch möglich. Also ketzerisch gefragt, ist das nicht einfach gepimptes Requirements Engineering? Oder positiv formuliert, siehst du Grenzen, wie lang kann so ein Prozess dauern? Wann sollte man konkret in die Umsetzung gehen? Also es kommt eben mehr eigentlich an. Die Frage war, muss man oder wann sollte man fertig sein mit den Requirements und wann sollte man dann endlich anfangen, oder? Zusammengefasst. Der Punkt ist der, man ist nie ganz fertig. Aber es ist natürlich schon so, man kann nicht ewig so weitermachen. Also was wir eigentlich empfehlen, ist am möglichst zu Projektbeginn schon die groben Sachen, die zentralen Prozesse, dass man die versucht zu prototypen. Wir haben es auch schon so gemacht für die öffentliche Hand, wo man im Hermes-Konstrukt drin ist, dass wir bereits in der Initialisierungsphase eigentlich Prototypen hergestellt haben von den relevanten Use Cases und das war dann auch Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen. Und irgendwann muss man anfangen. Wir von meiner Firma, wir sind sehr stark im agilen Umfeld unterwegs und insofern fangen wir relativ schnell mit der Umsetzung an und korrigieren dann unterwegs. Okay. Fragen? Ja, das Stichwort Kaum-Beschaffung. Für mich ist die Herausforderung, ich beneide, dass man das Prototyping machen soll, aber ab wann kommt der Beschaffungsprozess in Zug? Weil irgendwann ist man mit einer Firma schon im Bett und es läuft alles wunderbar und dann ist das Beschaffungsvolumen so hoch, dass man sich dann irgendwie fragt, warum wurde das nie auch richtig geschafft? Also eine Ausschreibung, wie integrieren Sie hier die Ausschreibungsfrage, die Submissionsfrage? Also die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt macht man das im Beschaffungsprozess oder wann kommt der Beschaffungsprozess? Eben wie gesagt, wir haben das schon für kleinere Projekte der öffentlichen Hand so gemacht, dass man es bereits in der Initialisierungsphase die zentralen Aspekte, nicht alle, aber die zentralen Aspekte visualisiert hat. Und dass das dann eben Bestandteil war der Ausschreibungsunterlagen. Und wir sprechen hier nicht über Riesenbudgets, also das waren irgendwie etwas zwischen 10 und 20 Tagen, kommt man schon relativ weit. Jetzt auf Anbieterseite. Nicht mitgerechnet die Zeit, die Sie brauchen auf Ausschreiberseite, die Leute, die da eben bei diesen Collaborative Design Sessions dabei sein müssen, das ist dort nicht inbegriffen. Aber in der Regel bei den Beschaffungsverfahren läuft da wenig nur intern. Also in der Regel haben Sie schon in der Initialisierungsphase auch externen Support, Projektleitung, Requirements Engineering wird häufig von externen gemacht. Da können Sie schon mit relativ kleinen Budgets operieren. Ich würde auch gerne noch eine Anmerkung machen. Und zwar, wenn Sie die API schon haben, dann ist das Projekt, wo es das Prototypen brauchen, auch viel, viel kleiner und das Risiko auch viel überschaubarer. Also das heißt, wenn Sie dann mit so einer Firma ins Bett steigen, wie Sie es gesagt haben, dann ist das Risiko auch überschaubar dann am Ende. Das heißt, Sie könnten selbst dann sagen, ja, ich entscheide mich für eine Firma, der ich die Designkompetenz zutraue und fange dann mit ihr an, das Prototyping zu machen und das Projekt umzusetzen. Anstelle von, ich übergebe ein Projekt, was ein UI-Komponente hat, plus noch die ganze Business-Logik, die Integration etc., was andere Kompetenzen braucht und natürlich auch ein viel größeres Budget und dementsprechend größeres Risiko. Also im Anschluss an die Frage vorhin, ich denke, war noch so die Vorbefassung, also wie geht ihr mit dem um? Wenn man in der Ausschreibung mithilft, darf man dann auch bei der Umsetzung anbieten oder ist das strikt getrennt? In den konkreten Fällen, die ich kenne, kommt... die Frage war, wenn man in der Vorphase schon beteiligt ist, darf man dann überhaupt mitmachen in der Ausschreibungsphase? Soweit ich weiß und soweit wir das auch schon praktiziert haben, ist das möglich, man muss es offenlegen. So,
da gerade noch eine Anschlussfrage, ist es nicht auch unter Umständen vom kantonal anders als auf Bundesebene? Also ich habe das schon mitgekriegt, dass wir in Kantonen, wo wir vorgelagert dabei waren, dann nicht mitmachen konnten in der späteren Phase, aber auf Bundesebene dieses Problem nicht besteht. Ich bin kein Jurist, also ich kann da nicht sagen, ob es unterschiedliche Ausschreibungsregeln auf kantonaler oder auf Bundesebene gibt. Nach meinem Verständnis sollte das eigentlich nicht der Fall sein, aber wie gesagt, eigentlich ist das WTO und WTO ist übergeordnet. Wir haben es vorhin auch gehört, vom IWB in Basel haben sie andere, die haben andere Schwellenwerte, die unter den Bedingungen sind von WTO. Aber ich glaube, das ist möglich. Ja. Weitere Fragen, ich will das nicht unnötig verzögern. Da hinten. Gibt es Unterschiede dahingehend, wie Sie Prototype bei Werkverträgen und bei Dienstleistungsverträgen einsetzen? Also man könnte annehmen, dass bei Dienstleistungsverträgen, dass man da immer noch die Flexibilität hat, die Anforderungen auch später noch umzuwerfen und demzufolge auch länger noch in so einem Prototyping-Modus bleiben kann, während bei Werkverträgen ja irgendwann mal gesagt werden muss, was da letztendlich rein muss. Also haben Sie da Erfahrung, ob das unterschiedlich genutzt wird in den verschiedenen Vertragstypen? Also die Frage ist, ob Prototyping in unterschiedlichen in Werkverträgen und in Dienstleistungsverträgen anders eingesetzt wird. Ich würde sagen, nein, grundsätzlich eigentlich nicht. Außer, dass sie oft bei Werkverträgen dann halt schon mehr Vorgaben haben, aber dass es dort eben genauso wichtig ist, dass sie in der Anfangsphase mit dem Kunden klären, ob man die Anforderungen so richtig verstanden hat oder nicht. Ich würde sagen, es hängt nicht vom Vertrag ab. Aber typischerweise werden Dienstleistungsverträge dann stärker vom Kunden auch gesteuert. Also dann ist es dann der Kunde, der sagt, ja, das machen wir machen jetzt Prototyping oder wir machen es eben nicht. Und wenn ich eine Offerte für einen Werkvertrag mache, dann schlage ich ja das Vorgehen vor, so wie ich mir das vorstelle. Und da bin ich dann vielleicht mehr im Lead. Gut, dann würden wir jetzt zum letzten. Ah, da war noch eine Frage. Bestens. Also weniger eine Frage als ein Bemerkung. Ich denke, es gibt drei Zeitpunkte, wo man Prototyping betreiben kann. Der eine wurde angesprochen, das ist in der Vorphase der Initialisierung. Der zweite wäre während dem Verfahren. Ist ja auch denkbar, dass man während dem Verfahren eine Anzahl von Anbietern eben das Prototyping lässt. Und das dritte wurde auch angesprochen im Bereich vom Admin, ist eigentlich während dem Auftrag, dass man es dort auch wieder einsetzt. Wenn ich eine Frage stellen soll, dann wäre das, können Sie gleich Beispiele sagen. Sie haben ein Beispiel von der Initialisierungsphase gesagt, vielleicht sonst noch ein bisschen aus der Praxis, was Sie da schon angetroffen haben. Oder sonst jemand? Die Frage ist jetzt halt nicht mehr auf dem Podcast. Also es kommt generell ist es so, je früher, desto besser, wenn im Projekt. Also je früher man Sachen klären kann, visualisieren kann, desto besser ist das, weil man einfach weniger Change dann hat auf Dinge, die man schon gemacht hat. Aber es gibt natürlich zum Beispiel Detailaspekte, die man vielleicht erst im letzten Drittel der Entwicklungsphase dann auch machen kann. Gerade wenn man in agilen Projekten unterwegs ist, kann es auch sein, dass man sich gewisse Sachen erst relativ spät vornimmt, weil eben die Voraussetzungen dort auch schon sehr stark wieder geändert haben. Ich habe zum Teil erlebt, dass wir noch im letzten Sprint eines Entwicklungsprojektes noch einen kleinen Prototyp von etwas gemacht haben, um festzustellen, ob das jetzt wirklich in die richtige Richtung geht oder nicht. Aber so die gröberen Züge idealerweise etwas früher, die Details können dann auch später noch kommen. Bestens herzlichen Dank, Philipp, und wie gesagt jetzt zu Marc Hahn. Er wird uns dann gerade selber erzählen, was er erzählen wird. Es geht darum, dass wir die Qualität dessen, dass wir eben, wie gesagt, hoffentlich richtig und gut tun, nachhaltig danach eben überprüfen, halten können. Und die Bühne ist deine. Merci vielmals.
Ich habe einen konservativen Titel gewählt für den Vortrag heute. Ich habe ihn mal unter einem ähnlichen Vortrag gehalten unter einem anderen Titel, der hieß angelehnt an einen Spielfilm. Denn Sie wissen nicht, was Sie tun, hieß der Titel, denn Sie wissen nicht, was Sie kaufen. In der Softwarebranche ist das oft so. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen durch das Thema Qualität durchjagen darf heute Morgen. Ich bin dort bei der Firma Siebon Partner tätig, bin seit 11 Jahren begleite ich IT-Verantwortliche in Beschaffungsprojekten. Davor war ich in der Theologie tätig, ich habe ursprünglich Theologie studiert, also wenn Sie nervlich an Ihre Grenzen Ihrer Beschaffung kommen, kann ich Ihnen auf allen Ebenen weiterhelfen. Eine der Partnerfirmen, mit denen wir viel zusammenarbeiten, ist die Software Improvement Group, mit der haben wir viele Projekte realisiert. Die beschäftigt sich nur mit der Qualität von Source Code. Und damit beschäftigen wir uns heute Morgen auch. Das werden wir machen. Ich rase mit Ihnen dadurch durchs Beschaffungsdilemma, Softwarequalität, Zusammenhang Größe, Qualität, Kosten und sage Ihnen ein Beispiel für die Umsetzung. Der Grütter hat uns schon mitgenommen auf eine kleine kulinarische Reise, hat uns Betty Bossi nahegebracht. Ich möchte Sie ganz kurz mitnehmen auf eine andere Reise. Schließen Sie die Augen, stellen sich ein anderes schönes Event vor. Sie können ein neues Auto kaufen. Sie gehen in die Garage irgendwo, haben mit Ihrer Familie die Anforderungen spezifiziert, 4 Plätze. Sie haben gesagt, so viel PS, Mindestangabe. Gehen in die Garage, spezifizieren das Auto, Ledersitze, Bass, Farbe und so weiter. Der Tag X kommt, Sie holen das Auto ab, machen mit der Familie, mit Ihren Liebsten einen Tag einen Ausflug. Denken, wow, das geht ab. Sie haben Freude an dem, genau das, was Sie haben wollten. Am Ende vom Wochenende stellen Sie fest, oh, der Tank ist leer, jetzt muss ich tanken gehen. Sie fahren zur Tankstelle und stellen fest, wo ist der Tankstutzen? Sie gucken ins Handbuch und stellen fest, gut, damit ich tanken kann, muss ich die Rückbank ausbauen. Damit ich die Rückbank ausbauen kann, muss ich die Räder abschrauben. Und das geht aber nur, wenn der Kofferraumdeckel ständig offen ist. Das ist das Beschaffungsdilemma in der Software. Sie kennen den Prozess, es wird irgendwann was spezifiziert. Dann wird es eingeführt, es wird entwickelt, das läuft alles gut, vorbereitet. Aber was am Tag X plus 1, wenn das System abgenommen ist, passiert, das wissen Sie nicht. Der Haken ist, das Dumme an der ganzen Sache ist, 20% der Kosten entstehen nur in der Entwicklungsphase, was Sie Total Cost of Ownership bei Softwareentwicklungsprojekten ausgeben. 80% in der Regel ist Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Das heißt, wenn Sie hier 1 Million ausgeben, in die Software, größere Projekte in der Regel, 5 bis 8 Jahre Haltbarkeit haben und noch länger, geben Sie da weitere 4 Millionen aus. Und da liegt der Hebel drin. Welche Auswahlkriterien? Man macht sich viel, Sie haben das heute gehört, ist super. Sie haben nach der Spezifikation sind die Entwicklungskosten einer der Entscheidungskriterien. Das ist noch nachprüfbar, einfach klar. Dann denken Sie sich, ja, die Wartungskosten, die muss ich im Blick haben. Da muss ich auch schon mit dem Lieferanten gewisse Obergrenzen setzen. Das ist ein weiteres Kriterium, wenn Sie Ihre Anbieter auswählen. Dann sagen Sie, ja, ich will aber einen haben. Ich weiß, so viele Projekte gehen schief. Der muss irgendwie zertifiziert sein. Der muss seine Prozesse im Griff haben. Sagen, der muss hier mit dem iLevel zertifiziert sein. Mindestens 4, besser 5. Gibt in der Schweiz nicht so viele. Und dann sagen Sie, ja, das langt in der Regel noch nicht. Wir sind ganz schlau. Wir nehmen die Referenzen hinzu. Welche Referenzen hat er denn? Kann der das? Wir reden mit den Leuten. Und da aufgrund dessen treffen Sie Ihre Entscheidung und wählen einen Anbieter aus, der Ihre Software entwickelt. Bis dahin hat noch keiner über das Thema Produktqualität nachgedacht. Es kommt jetzt mehr und mehr, meine Erfahrung der letzten 10 Jahre ist, Produktqualität, Softwarequalität spielt im Beschaffungsprozess fast keine Rolle. Aber das ist der Kostentreiber für Ihre langfristigen Wartungskosten am Ende vom Tag. Kriterien, Entwicklungskosten, sind oft wichtigste Entscheidungsgrundlage, machen aber nur 20% aus. Bei öffentlichen Ausschreibungen, der Spielraum ist recht eng, wie man das sauber macht, wie man damit umgeht. Wartungskosten machen 80% aus, sagt aber nichts, auch überhaupt nichts über die Angemessenheit aus. Ich habe Kunden von mir, die sagen, ja, jetzt habe ich für meine Software, nächstes Jahr habe ich mit dem Lieferanten vereinbart, ich habe 1 Million Budget. Und sage, ja, okay, wo kommt denn das Budget her? Das habe ich ja mal so eingestellt. Und dann die Frage, ja, und was kriegst du jetzt für das? Ja, das schaue ich mit dem Lieferanten. Dann sagt der Lieferant, was er für 1 Million liefern kann.
Aber er hat keine Ahnung, der Auftraggeber, ist es angemessen? Könnte ich das für 500.000 haben? Zieht er mich total über den Tisch? Das ist das Dilemma bei den Wartungskosten. Bei den Entwicklungskosten, Sie können mit den reifesten Prozessen den größten Mist wiederholt herstellen. Unsere Erfahrung ist, Prozesszertifizierung sagen nichts über das Endprodukt aus, über die Qualität vom Endprodukt. Und Referenzen geben Auskunft über Kundenzufriedenheit, das ist wichtig, geben Auskunft über Kompetenzen, kann der das, hat er das schon mal gemacht, das funktioniert, aber sagt auch noch nichts über die Qualität aus. Qualität des Endprodukts als Abnahmekriterium taucht fast nicht auf, als Vorteil also im Projekt in der Entwicklungsphase sowieso nicht, fürs Risikomanagement schon gar nicht. Folgen sind, Sie kaufen scheinbar tiefe Entwicklungskosten mit höheren Wartungskosten. Sie haben höhere Entwicklungskosten, höhere Wartungskosten. Sie messen nur die Kosten und nicht die Leistung. Leistung nur auf der funktionalen Ebene, nicht auf der qualitativen Ebene. Sie können keine Lieferantensteuerung machen und Sie haben ganz oft ein Vendor-Lock-in. Wieso das so ist, zeige ich später noch. Jetzt sagen Sie, gib mir noch einen so einen Satz, den ich noch cool fand, ist, Qualität ist wichtiger als Tagessatz. Ja? Das ist, nehmen Sie das, wenn Sie das mitnehmen, haben Sie schon viel mitgenommen. Jetzt die Frage, was ist denn eigentlich Softwarequalität? Die IT-Branche ist eine der ganz wenigen Branchen, die zwar Standards hat, Qualitätsstandards, die aber fast nicht vorkommen. Wenn Sie im medizinischen Bereich irgendein Gut einkaufen, da brauchen Sie eine Riesenliste von Zertifizierung, Qualitätsnachweisen und so weiter. Wenn Sie Software einkaufen, fordert das kein Mensch ein heute. Es gibt einen Standard in der Softwarequalität, den kennen Sie vielleicht. ISO 25010 ist Standard für Softwarequalität. Da geht es um Maintainability, Reliability, Security, Usability und so weiter. Wichtig ist, wenn es um die Kostenaspekte geht, ist die Maintainability. Das ist Kostentreiber in den Projekten. Ob es usable ist, das müssen die Anwender sagen. Maintainability ist primär oder 100% genommen aus dem Source Code. Wie maintainable ist der Source Code? Wenn Sie Änderungen in Ihrer Software machen, müssen Sie in der Regel analysieren. Das heißt, Sie müssen einen Bug finden oder Sie wollen eine neue Funktion einbauen. Sie müssen Source Code modifizieren, Sie müssen ihn hinterher testen, er muss modularisiert sein und bestenfalls ist er wieder verwendbar. Auch das drückt die Wartungskosten und Betriebskosten der Software später. Dort, das ist ganz grob das Modell. Es gibt doch verschiedene Faktoren, die dort reinspielen. Das ist zum Beispiel Volumen, wie 1 Million Zeilen Code sind viel schwieriger zu analysieren als 100.000 Zeilen Code. Wie viel duplizierte Zeilen Code gibt es in einem Source Code? Das typische Fall, Sie reparieren da was, da ist der Fehler immer noch drin, kommt oft von dupliziertem Code. Wie groß sind die einzelnen Units, wie komplex ist die Units, wie viele If-Abzweigungen gibt es in einem Modul? Das wissenschaftliche ist der McCabe-Index, der sagt, wie komplex ist ein Software-Modul. Ab 2 hoch 5 wird es schwierig, ab 10, 2 hoch 10 ist es nicht mehr wirklich handelbar. Ich habe Source Code gesehen, da hat es allein SQL-Statements 2 hoch, ich glaube 150 Abzweigungen gehabt. Den hat genau ein Inder programmiert, wenn der unter einen Elefanten kommt, sind sie aufgeschmissen. Dann kann den Code keiner mehr analysieren. Aufgrund der Basis hat der deutsche IT-TÜV hat eine Zertifizierung entwickelt, zusammen mit der SEG damals, wo sie den Source Code, wo sie ein Rating vergibt, 1-5 Sterne Rating, das ist ein dynamisches Rating. Source Code, der früher mal gut war, ist heute vielleicht nicht mehr so gut, weil man gelernt hat, hoffentlich besseren Code zu schreiben als früher. Und zwar basiert er auf dem Benchmark 1-5 Sterne. 5 Sterne heißt, der Source Code gehört zu den 5% besten, was man heute in der Branche findet, was produziert wird. 4 Sterne ist das große Mittelfeld, 65-95 und 1 Stern ist, sie gehören zu den 5 schlechtesten Prozent. Das kann sein, das gibt Situationen, das macht überhaupt nichts. Sie können extrem schlechten Code haben. Wenn Sie wissen, wenn er das tut, was er tut, und Sie wissen, den fasse ich in den nächsten 10 Jahren nicht mehr an, dann brauchen Sie auch nicht anfassen, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn Sie wissen, Ihre Applikation verändert sich, dann ist wichtig, dass der Code gute Qualität hat, weil dann geht es weiter. Gut, ist verstanden. Gut. Technische Qualität und Lebenszykluskosten bei Software. Sie haben 5 Sterne versus 1 Stern, 5 Sterne das Beste, 1 Stern das Schlechteste. Ein Bug zu beheben in einer 4-Sterne-Software braucht knapp 7 Tage. In einer 2-Sterne-Software schon 21 Tage. In einer 1-Stern-Software sind Sie bei über 50 Tagen.
und da liegt Geld drin, das sind Wartungskosten. Das Gleiche gilt natürlich für die Erweiterung von neuen Funktionen im Code. Sie wollen den Code erweitern. Bei einer 4-Sterne-Software wieder bei ungefähr 7 Tagen, bei einer 2-Sterne-Software bei 23 Tagen. Und das ist das, was Sie Ihrem Lieferanten zahlen. Oder das sind die Zeiten, die Sie neue Funktionen noch nicht zur Verfügung haben. Da schlagen bei Ihnen die Opportunitätskosten durch. Time to market, wenn Sie neue Funktionen an den Markt bringen bei Ihrer Software. Das Gleiche bei Effektivität. Es wird Code produziert. Wie viel davon ist gut? Wie viel produziert neue Fehler? Gleiche bei, das ist noch interessant, wie viele Issues kann ein Entwickler pro Monat beheben bei einer 2-Sterne-Software und bei einer 4-Sterne-Software? Signifikant höher. Wie viel? Genau. Auch das ist Geld, was Sie langfristig zahlen. Ihr Lieferant hat in der Regel nur ein gemischtes Interesse, die Qualität tief zu halten. Weil wenn er einen guten Vertrag hat, verrechnet er Ihnen einfach 21 Tage statt 7 Tage. Auswirkungen, kurz zusammengefasst. Fehler werden im 4-Sterne-System 3-mal schneller behoben als in einem 2-Sterne-System. Durchsatz an Fehlerkorrektur und Erweiterung ist 7-mal höher. Produktivitätssteigerung nahezu mit Faktor 11. Wir reden hier wirklich über Faktoren und nicht über ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das schlägt voll durch in Ihrem Beschaffungsprozess oder in Ihren Kosten hinterher. Wir gehen weiter. Wie hängt Qualität, Größe und Kosten zusammen? Wir haben gelernt, alles, was gute Qualität ist, höhere Qualität ist teurer. Was billiger ist, hat in der Regel eine schlechtere Qualität. Ist bei der Softwareentwicklung nicht so. Es gibt gewisse Learnings, das sind alles Analysen vom Markt, zusammen mit Universitäten und wissenschaftlichen Modellen dahinter. Qualitativ gute Software hat in der Regel ein besseres Design. Da denken Leute ein bisschen länger drüber nach, was gemacht werden muss. Sie machen weniger Arbeiten doppelt. Und deswegen kann gute Software kostengünstiger produziert werden, weil sie leichter zu verändern ist, wenn sich Anforderungen ändern. Qualitativ gute Software erfordert kleine Entwicklerteams. Wenn die Entwicklerteams zu groß werden, ist die Erfahrung, wird die Softwarequalität schlechter. Deswegen ein Beispiel hochgerechnet, das ist ein System, Benchmarking-Daten für ein System mit 1000 Function Points in Java oder .NET. Je nach Sprache sieht es immer ein bisschen anders aus. Sie sehen, bei einer 2-Sterne-Software haben Sie ungefähr 8 Mannjahre und bei einer 4-Sterne-Software haben Sie 4 Mannjahre Entwicklungszeit. Also 4 Personen, Mann oder Frau, schaffen ein Jahr dran oder 2 schaffen 2 Jahre dran. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Sie sehen, gute Qualität ist billiger und günstiger zu programmieren als schlechte Qualität. Das ist eine interessante Grafik gemäß SGI Benchmark. Wir haben einige tausend Applikationen analysiert. Sie sehen hier das Rating, wie gut ist die Qualität. Und hier der Entwicklungsaufwand. Achtung, ist exponential. 10 Mannjahre, 100 Mannjahre, 1000 Mannjahre. Aufpassen. Sagen dort gemäß unseren Erfahrungen ist, bei 20 Mannjahren ist die Grenze, die ist hier irgendwo, wenn ich eine 4-Sterne-Software haben will, sollte ich nicht mehr als 20 Mannjahre, Systeme von 20 Mannjahren Größe entwickeln. Sonst geht die Qualität hinten runter. Das sind wieder Marktbenchmark, Marktdaten, die Analyse, die wir gemacht haben. Ist eine interessante Grafik, ich finde die immer sehr eindrücklich. Es gibt eine weitere Grafik, wissenschaftliche Untersuchung darüber, auch hier wieder Achtung auf die Skala achten, von Cupis Jones, einer der Forscher über Softwarequalität, der Koryphäen, der sagt, ab einer Systemgröße mit mehr als 2300 Function Points, das ist ungefähr hier, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt schief geht, massiv an. Bis dorthin sind sie gut unterwegs. Da haben sie immerhin eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 60-65%, dass das Projekt in Qualität, Zeit und Kosten durchgeht. Ab da wird es schlecht. Oder haben sie extrem viel, signifikant höhere Risiken. Deswegen haben sie die Qualität im Blick. Wie macht man das jetzt? Wir raten unseren Kunden, machen Sie das, wenn Sie die Software in der Entwicklungsphase haben, monitoren Sie sie ab Tag 1. Wie sieht sowas aus?
Beispiel für ein Monitoring, wenn wir mit unseren Kunden einen Software-Monitor machen, wo wir den Source-Code analysieren in der Entwicklungsphase. Im ersten Monat gibt es ein Setup, technische Architektur, was soll die Software können, wie ist sie designt. Man redet mit dem Entwicklerteam, was sind Entwicklungsvorgaben, was sind Architekturvorgaben und so weiter. Und ab Tag 1 wird der Source-Code auf eine Plattform hochgeladen, wo der Source-Code automatisch analysiert wird und die Qualität vom Source-Code gemessen wird. Dann lädt das die Entwicklerfirma, lässt den Source-Code wöchentlich analysieren. Immer Ende Woche wird der Source-Code hochgeladen und man kann genau gucken, welches Modul hat welche Qualität. Sie können Qualität nicht reintesten, Sie können nur feststellen, dass die Qualität schlecht ist, Sie können die Qualität nur rein entwickeln und das sollen Sie ab Tag 1 tun. Und je früher Sie da Finger drauf haben, desto günstiger wird es. Dann gibt es zweimonatliches Reporting, was sehr einfach gehalten ist, deswegen das Sterne-System, das ist wirklich managementtauglich. Jeder CEO oder CEO kann wirklich bis 5 zählen. Wenn er 4 Sterne sieht, ist er zufrieden. Wenn er 2 Sterne sieht, sagt er, jetzt muss ich aufpassen. Es ist so einfach gehalten. Dahinter steckt ein sehr komplexes Modell, aber es ist sehr einfach im Management-Output. Und so können Sie die Entwicklung des Software-Codes bis zur Abnahme messen und am Ende vom Tag können Sie dann noch eine Zertifizierung durch den TÜV zum Beispiel machen lassen, sagen, jetzt habe ich eine zertifizierte Software, die sieht so aus. Das ist interessant, das ist vielleicht mal ein Live-Report von so einem Monitoring-Projekt. Wie sieht es aus? Sie sehen hier die Entwicklung von Abdeckung Testcode. Je nach Sprache sagen wir, 80% des Source-Codes sollte durch automatische Tests abgedeckt sein. Hier sehen Sie die Entwicklung zu Anfang sehr hoch. Das ist immer so, weil man entwickelt und dann denkt der Entwickler noch daran, dass er, wenn er Code schreibt, auch den Testcode schreiben sollte. Das nimmt dann kontinuierlich ab. Sie sehen das hier. Dann hat man gesehen, okay, das ging extrem bergab. Hier gab es ein technisches Problem. Dann hat der Entwickler 2 Monate gearbeitet und zack, war Test-Coverage wieder auf 89% oben. Wo wir sagen, das ist ein guter Wert. Dann haben Sie hinterher tiefe Testkosten, wenn Sie irgendwo ein Bugfixing machen oder eine Funktionserweiterung einbauen. Hier sehen Sie ein ähnliches Beispiel für die Entwicklung. Das ist normaler Code und das ist Anzahl duplizierter Zeilencode. Der wächst mit der Zeit auch immer. Je nach Sprache muss man dort die verschiedenen Kriterien definieren, wo der Schwellwert ist. Man sagt, für 4 Sterne darf so viel duplizierten Code haben. COBOL ist dort ein bisschen schwieriger als Java oder .NET. Je nach Sprache gibt es dort unterschiedliche Werte, die akzeptabel sind. Fazit. Qualität kann gemessen werden. Tun Sie es. Ja? Gute Qualität ist günstiger. Qualität ist wichtiger als der Tagessatz. Qualität hat maßgeblich Einfluss auf die Wartungskosten. Da, wo Sie Geld sparen, liegt nicht in den Entwicklungskosten, sondern in den Wartungskosten. Sie sind 4-mal höher auf dem Total Cost of Ownership. Hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklungskosten. Haben wir vorgesehen, wenn Sie große Softwareentwicklungsteams haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlechteren Code produzieren, größer und sie haben in der Regel auch wesentlich mehr Overhead-Kosten, je größer die Entwicklungsteams sind. Qualitätsmessung während des Projekts erlaubt es, Risiken im Beschaffungsprozess zu reduzieren und Kosten zu senken. Sie können auch die Menge an Code messen, Sie können Mengen an duplizierten Code messen. Sie haben das oft gehabt, dann Ende Monat gibt es immer einen Sprung, tock, dann gibt es Anstieg an Code. Dann ist wieder 3 Wochen Ruhe, Ende Monat wieder Talk und dann muss man sagen, okay, das Entwicklerteam ist vielleicht überlastet und muss immer Ende Monat noch ein bisschen Code produzieren. Das findet immer in der letzten Woche statt. Und dann muss man mit dem Auftragnehmer reden und sagen, du, vielleicht ist deine Ressourcensituation bedenkenswert. Hast du ausreichend Ressourcen, dass du kontinuierlich saubere Qualität liefern kannst? Wie kann das in der Praxis aussehen? Wir haben es unseren Kunden, machen wir das oft, zu sagen, 4 Sterne Qualität oder Zertifizierung durch den deutschen TÜV ist ein Abnahmekriterium, knallhart. Wenn das nicht produziert wird, nicht erreicht wird, nehmen wir das Projekt nicht ab. Sie können effektiv bezahlt den Preise der Abhängigkeit der Qualität der Lieferung machen. Wir kennen den Zusammenhang von Softwarequalität zu Wartungskosten extrem genau. Damit kriegen Sie ein Instrument in die Hand, wo Sie sagen können, wenn der Lieferant eine noch bessere Qualität liefert, zahle ich Ihnen einen höheren Preis, weil ich weiß, dass ich im Nachhinein tiefere Wartungskosten habe. Das sind Modelle, die sind noch gar nicht
in den Überlegen oder in den Beschaffungsprozessen heute drin. Sie können Boni in Abhängigkeit von der Wartbarkeit machen, sagen, wenn du 3,5 Sterne Qualität erreichst, kriegst du so viel, wenn du 4 Sterne Qualität erreichst, kriegst du so viel. Sie können den Lieferanten führen, sie wissen nicht nur, was sie ausgeben, sondern auch, was sie sich einkaufen an guter Qualität. Und sie haben Benchmarks zu vergleichbaren Systemen, da das ganze Modell Benchmark basiert ist auf dessen, welche Qualität haben andere Systeme am Markt. Das ist ein benchmark-orientiertes Modell und von daher haben sie vielleicht heute Top-Qualität, in 10 Jahren ist sie vielleicht ein bisschen schlechter, weil man dann schon wieder gelernt hat, noch bessere Qualität zu produzieren. Dort liegt meines Erachtens in der Beschaffung ein Riesenhebel, den heute fast noch keiner ausnutzt oder einsetzt. Man guckt nur auf die Kosten und nicht auf die Qualität. Das gibt es fast in keiner anderen Branche, dass man so fahrlässig damit umgeht. Das ist mein Appell. Merci mal fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Marc, für dieses spannende Referat. Ich kann mir bestens vorstellen, wie sich das technisch in eine kontinuierliche Entwicklung integrieren lässt, aber wie lässt sich die Kultur dafür ändern, auch bei der Ausschreibung? Was bedeutet das für die Beschaffung? Die Frage war, was heißt das für die Beschaffung konkret in der Kultur? In der Beschaffung konkret heißt das, dass wir unseren Kunden raten, nehmt Softwarequalität als Abnahmekriterium auf, nehmt als fix in die Ausschreibungsdokumente, nehmt auf, dass der Source Code monat- oder wöchentlich gereviewt wird. Das ist auf der Lieferantenseite. Im ersten Augenblick sind die Entwickler damit nicht glücklich. Softwareentwickler sind näher bei den Künstlern als bei den Ingenieuren. Meine Erfahrung. Das heißt, sie lassen sich nicht sehr gern in die Karten gucken, was sie denn machen, schon lange nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Das ist der erste Reflex. Der zweite Reflex ist zu sagen, wow, ich kann ja zeigen, dass ich gute Qualität mache. Das kann nämlich ein Entwickler sonst irgendwie nie. Der hat eine relativ kleine Peer-Group, wo er sagen kann, ich habe einen guten Job gemacht. Und sagen, hey, geil, weiter so. Das wird plötzlich möglich damit. Das wird sichtbar. Man kann es dann, wenn Sie eine IT-Firma sind, natürlich auch noch intern einsetzen. Sagen, welcher meiner Entwickler produziert denn guten Code? Wen muss ich schulen und so weiter? Wer kann von wem lernen? Das ist der erste Reflex. Aufnehmen in die Abnahmekriterien machen, kontinuierliche Überwachung und hinterher Dialog führen. Es wird transparent. Der Entwickler kann wirklich bis auf jede Source-Code-Zeile runter gucken, wo er schlechte Qualität produziert und was gute Beispiele sind. Bestens danke. Ich denke, gerade unsere Leute in unserer Firma, die Open Source sind, haben da ein bisschen weniger Berührungsängste, die Hosen runterzulassen. Bestens, nächste Fragen. Bitte sehr. Was kostet so eine TÜV-Zertifizierung? Die Frage war, was kostet eine reine TÜV-Zertifizierung? Eine reine TÜV-Zertifizierung, die kostet sie nicht. Die kostet 4.000 oder 5.000, zwischen 5.000 und 10.000 Franken. Völlig überschaubar. Der aufwendigere Teil ist der Teil vorher, weil nur die Zertifizierung zu machen, dann am Ende vom Tag festzustellen, oh, wir haben sie nicht erreicht, ist dann blöd. Dann oft die Frage, die sich daran anschließt, ist, ja, eigentlich muss der Lieferant ja zeigen, dass er gute Qualität hat und nicht ich als Auftraggeber. Das ist richtig zum Teil, auch wenn Sie dem Lieferanten das, sage ich mal, dazu nötigen, den Nachweis zu erbringen, zahlen Sie es am Ende vom Tag trotzdem, weil dann halt durch andere Lieferanten rechnen. Und dann rate ich Ihnen, dann zahlen lieber Sie es, dann sind Sie Auftraggeber und Sie haben alle Informationen erster Hand zur Verfügung von externen oder objektiven Stellen und so weiter. Aber die Qualitätskriterien liegen offen beim TÜV und da kann man genau nachgucken, was ist gute Qualität, wie kann ich das Messen und so weiter. Dort ist die externe Stelle, sagen wir, immer noch hilfreich und am Ende vom Tag zahlen Sie es. Entweder zahlen Sie es als Auftraggeber oder der Lieferant macht es und Sie zahlen es dem Lieferanten durch höhere Kosten. Meine Frage ist, gibt es Bestrebungen in der Schweiz, ein eigenes Qualitätslabel für Software zu etablieren? Weil ja, in der Schweiz haben wir gerne Labels, wir wollen ja auch vergleichbar sein. Also Anbieter, Lieferanten, Ausschreiber möchten ja genau diese Benchmarks haben. Was ist jetzt gut, was ist schlecht, das adaptiert auf unseren Standort Schweiz? Also mir ist nicht bekannt, dass es rein Schweizer Labels gibt. Es gibt den ISO-Standard, der ist natürlich der ist international, der ist nicht schweizbezogen. Es gibt mit dem deutschen TÜV die Institution, die gesagt hat, wir machen diesen Standard prüfbar
mit einem Modell sagen, das ist gut und das ist schlecht. In der Schweiz gibt es meines Wissens keine Bestrebung in die Richtung, dort eigene Zertifizierung oder Labels einzuführen. Ich habe eigentlich zwei Fragen, vielleicht eine zuerst. Mich würde interessieren, Sie haben gesprochen von Java- und COBOL-Umgebungen. Funktioniert das Ganze auch in anderen Umgebungen, wie zum Beispiel in so Data-Warehousing-Kontexten, die ja weniger davon leben, dass Programme sich gegenseitig aufrufen und dadurch Abhängigkeiten entstehen, sondern dass einfach Daten fließen, die sowieso redundant an verschiedenen Stellen vorgehalten werden aus Performance-Gründen. Und neben Data-Warehousing-Kontexten, wie sieht das aus mit so API-Kontexten, wo wir jetzt heute davon gesprochen haben, wo die Abhängigkeiten eher dadurch entstehen, dass nicht innerhalb von Software-Systemen, sondern dazwischen, dass die irgendwo eine große Zahl von APIs miteinander kommunizieren. Weil ihr System, wenn ich es richtig verstanden habe, basiert vor allem darauf, den Code innerhalb von einem Software-System zu analysieren und nicht die Abhängigkeiten zwischen mehreren Software-Systemen zu analysieren. Die Frage war, kann man auch die Abhängigkeit verschiedener Software-Komponenten in ihrer Kommunikation, ist die effizient und ähnliche Fragen, analysieren oder nicht? Dort, wo wir arbeiten, wir analysieren den Source-Code einer Applikation. Das andere sind dann Architekturfragen. Obendran ist die Datenkommunikation sinnvoll aufgebaut. Macht es Sinn, dass die Daten hin und her fließen? Ist es Timing? Wir entdecken im Zuge der Source-Code-Analyse manchmal unsinnige Konzepte. Also da können wir dann, sagen wir dann unsere Meinung. Aber jetzt den Datenfluss können wir nicht analysieren. Was wir analysieren können, oder was ein Teil, das ist vielleicht das Beispiel, Teil der Ergebnisse ist, wenn wir das Source Code analysieren, können wir sagen, der Rebuild Value des Systems mit dem Umfang der Qualität ist so und so viel Mannjahre. Verglichen, wenn man das heute programmieren will, zum Beispiel. Das haben wir, die typische Situation, Entscheidung, renovieren wir das System, bauen wir es oder programmieren wir es neu, können wir sagen, das sind die Kosten. Das führt zu interessanten Situationen, deshalb komme ich dort drauf, weil wir hatten mal einen Case im Bundesumfeld, wo ein Amt eine Software eingekauft hat, das musste extrem schnell gehen, deswegen sind dort einige Architekturfehler passiert. Wir haben die Software analysiert, das Ergebnis von dem war, der Rebuild Value ist irgendwie eine halbe Million. Schweizer Franken, wenn man Mannjahre hochrechnet, relativ schlechte Qualität, haben gesagt, wir verdoppeln das, wir vervierfachen das, das Bundesumfeld, ein bisschen langwieriger Prozess, man muss ein paar Formulare mehr ausfüllen, haben dann mit dem haben das dem Auftraggeber so kommuniziert, sagt, Qualität ist so und so und übrigens Rebuild Value, wenn du es heute neu bauen würdest, ist so hoch. Dann wurde er relativ schnell weiß, das ging kurz, dann wurde er rot. Dann hat er dann gesagt, und wieso habe ich 15 Millionen dafür ausgegeben? Das sind so interessante Diskussionen, die man dann führen kann mit dem Lieferanten dann. Und da war halt auch drin, wo wir gesagt haben, das war so aufwendig, ich musste eine riesen Serverfarm hinten dran aufbauen, weil die ganze Message Queue extrem ungeschickt aufgebaut worden war. Im Zuge der schnellen Umsetzung, weil es eine Gesetzesvorgabe war, die umgesetzt werden musste, hatte man keine Zeit zum Prototyping und ganz ausführlich. Es musste einfach binnen 3 Monaten musste das Ding stehen und die Funktionalität musste stimmen. Alles andere war dann egal. Das gibt ja auch solche Rahmenbedingungen, auf die man keinen Einfluss hat. Auch wenn man alles gut machen will, ist manchmal der Raum dafür nicht da. Wie etabliert ist dieses Qualitätskriterium bei den Anbietern im Moment? Oder anders gefragt, wenn ich das heute in eine Ausschreibung integriere, dieses Kriterium, wie viel Aberhaltung oder Skepsis muss ich da rechnen bei den Anbietern? Zunehmend weniger. Die Frage war, wie akzeptiert oder etabliert sind die Qualitätskriterien anbieterseitig? Die Anbieter haben sich bisher noch sehr wenig damit auseinandergesetzt, weil wir dort von einem Anbietermarkt reden. Ne? Als IT-Firma müssen sie sich nicht dadurch vom Markt abheben, dass sie noch sagen, meine Software ist qualitätsgeprüft, deswegen habe ich tiefe Wartungskosten. Als wir vor 10 Jahren damit angefangen haben, den Schweizer Markt, also dieses Thema aufzubringen, war das total fremd. Jetzt in den letzten Jahren kommt das Thema mehr und mehr und ich glaube, die meisten Anbieter, irgendeiner im Anbieterhaus kennt das. Das ist nicht das Problem. Also es kommt mehr und mehr, auch da die Kriterien offen liegen und so weiter. Also das ist auch egal in welchem Bereich, um noch auf Ihre Frage kurz zurückzukommen, gibt es auch in anderen Bereichen, ist es möglich. Es gibt eigentlich keine Programmiersprache, wo ich keine Qualitätsmessung machen kann. Ne? Es gibt welche, wo es sogar hochstandardisiert ist, wie ABAP. Da gibt es ganz klare Programmiervorgaben, sogar vom Hersteller, was man machen darf. Das lässt sich relativ schnell analysieren. Ansonsten alles. Und deswegen
anbieterseitig ist es, kommt das mehr und mehr. Auch im Bundesumfeld kriege ich mit, auch an Orten, wo ich nicht unterwegs bin, wird das in Ausschreibungen mit aufgenommen. Gut, bestens. Jetzt, damit wir schön pünktlich Mittag hin. Auch dir nochmal herzlichen Dank, dein Quantum Wein. Vielen Dank. Ich darf offenbar auch eins mitnehmen, habe ich gehört. Auf jeden Fall hat mich gefreut, waren Sie so zahlreich hier. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe, denke ich, doch eine schöne rote Linie da gesehen durch diese drei Referate, die sich ideal ergänzt haben, nach meiner Sicht. Ich hoffe, es ist Ihnen gleich gegangen. Ich wünsche Ihnen in 15 Sekunden jetzt einen schönen Gang und guten Appetit Richtung, ich weiß gar nicht, wo ist das? Draußen. Guten Appetit.